Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Forza Horizon 4. Speed Champions natürlich, was denn natürlich sonst? Ja, und wir fahren heute mal ein F40 und ich dachte mir, wir fahren mal ein Standardauto, deswegen Heckantrieb S2 Standard. Und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt mal was Schönes raus, indem wir jetzt einmal kurz zurückgehen oder beziehungsweise aus dem Haus hinaus. Reimt sich übrigens schön. Würde ich sagen, wir gucken mal hier. So, was wir noch Schickes machen könnten, wie auch immer. Am besten was ohne Auto, das wäre schön. Oder wollen wir ein paar Rennen fahren? Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Wenn wir mal ehrlich sind, können wir ja vielleicht mal hier so gucken, was wir noch Schickes fahren könnten. Hier wäre theoretisch was, das würde ich jetzt theoretisch machen. Hier oben hätten wir auch noch 4 Stück tatsächlich. Dann würde ich sagen, das auf dem Weg nach oben liegt, fahren wir, das ist eine Meisterschaft, das ist keine gute Idee eigentlich, ne? Deswegen würde ich sagen, wir fahren mal kurz, wir fahren die 3 Rundstrecken hier oben und einmal die da. Dann haben wir genug für heute zu tun, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, wir gehen einmal zurück und nochmal zurück und dann fahren wir da mal hin. Die 5,5 Kilometer können wir auch kurz fahren, wenn wir mal ehrlich sind. So. Ich habe keine Ahnung, wie das sich fahren lässt. Aber wir werden mal sehen. Nichts einfacher als das. Das war... Er fährt sich in den Kurven bis jetzt recht gut, muss ich sagen. Und tatsächlich sind wir dem in LP schon gefahren. Müsst ihr mal nachwatchen. Unten die Playlist in der Videobeschreibung. So. Also standardmäßig fährt sich dieses Auto sehr gut. Ach, F40 Competition, das ist ganz wichtig zu wissen. Ist doch, oder? Kurz nachgucken. Ja, F40 Competition. Da oben steht's, 1989er. Und hier müssen wir links, sehe ich gerade. Wir müssen halt wegen den Turbos, kommen wir am Start halt nicht so gut weg, schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob das im Rennen auch so sein wird, aber aller Anfang ist schwer, wie man so schön sagt, ne? So. Oh, okay. 2 Kilometer noch, da haben wir schon über die Hälfte, das ist gut. Das ist gut, dass wir schon über die Hälfte gefahren haben. Ich kann später mit auf der Bremse sein, das ist gut. Das heißt, wir können sehr viel Zeit in Kurven rausholen, weil das Ding auch ein sehr schönes Handling hat. Ich bin nämlich dran gewöhnt, früher zu bremsen, wie man hier gerade sieht. Deswegen. Und mit dem Erstgang muss ich auch arbeiten, schätze ich gerade. Und das sehe ich gerade, wie auch immer. Gucken wir mal. So, oh, hätte ich links gemusst. Ist egal, wir kürzen ein bisschen ab. So. Passt schon. So, da sind wir doch. Zack, dann fahren wir mal das hier. So, das hier, das lassen wir so und dann nehmen wir das direkt. Damit wir nicht so viel Zeit verschwenden und ich habe vergessen, den Stream-Modus anzumachen, weil ich schlau bin. Deswegen muss ich jetzt die ganze Zeit drüber reden, bis da drin endlich losgeht. Ja. Ich habe Glück, dass ich so einen guten Rechner habe, dass er so, das so schnell laden kann. So, okay, dann geht's los. Zack, wie lang fahren wir denn? 3 Runden, das ist gut. Na, ich bin vom Start besser weggekommen, als ich dachte, wenn ich ehrlich bin. Gott. Aber Autofahren kann ich trotzdem noch nicht. Wie man gerade sieht. Ah, Gott. So. Und das ist nicht gut. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da. Ich musste gerade überlegen, wo ich langfahren wollte. So. Na, 6. Platz aktuell ist nicht so brillant, wenn wir mal ehrlich sind. Naja, vielleicht wird's ja noch was. Gucken. Wir sind ja auch gerade noch nicht mal die erste Runde fertig und ich verpasse den Kontrollpunkt. Na toll. Was wiederum bedeutet 3. Platz. Wenn er mich heute noch zurücksetzen würde, weil ich zurückspulen aus habe. Nein. Hauptsache, das Fahren macht Spaß. Das ist mir wichtig. So. Okay, dann gucken wir mal. Oh Gott, da war ich gar nicht konzentriert, es tut mir leid. Den Fehler werde ich versuchen zu korrigieren. Mal gucken. Wir müssen ja auch nicht gewinnen, hat ja keiner gesagt, ne? Ich kann viel schneller in den Kurven sein. Ich kann viel schneller in den Kurven sein, merke ich gerade. Naja. Naja, naja, naja. Okay, da wollte ich es ein bisschen austesten gerade.
So. Ich muss gleich mal in die Einstellung gehen, weil ich glaube, ich habe was vergessen umzustellen, weil ich auch schlau bin. Von der Aufnahme von gestern. Wenn ich heute aufnehme, war es gestern. Bei euch mit Sicherheit nicht. Nein, passt nicht. Okay. Naja. Letzte Runde. Letzter Platz. Hätte besser laufen können, wenn wir ehrlich sind. Naja. Naja. Kannst halt nicht alles haben, ne? So. Aber dafür fahre ich für mich persönlich gut. So. Bäh. Na toll. Gut, wenn es schon mal scheiße läuft, dann richtig, wie man sieht. Ah, Gott. Eine richtige Bodenwelle und es wird ausgehebelt. Na toll. Mein Freund, der Natoll, da war er wieder. Dass hier Kontrollpunkt auch nicht über die ganze Strecke geht, das ist, nein, Geschmackssache. Aber ich weiß nicht, ob ich das mögen muss. Ich glaube eher nicht. So, ach stimmt, sind ja schon alle durch. Ha. So, das überspringen wir mal, würde ich vorschlagen. So. Zack, das überspringen wir auch mal hier. So. Oh, schickes Auto. Schickes Auto. Schickes Auto. So, es schneit. Die Bäume werden nass. Ach nee, das ist ja beim Regen, verdammt. So. Würde ich sagen, gehen wir direkt ins nächste Rennen, wenn es heute noch laden würde. So. Dann geht's los. Ja, close. Nee, keine Ahnung. So. Vielleicht kriege ich es jetzt ja mal hin, ordentlich zu fahren. Dann würde ich vielleicht mal auch einen Platz weiter vorne belegen. Mal gucken. Aber so wie es aussieht, ist mein Auto prinzipiell einfach nur zu langsam. Mehr nicht. Mehr aber auch nicht. Weil wie man sieht, die haben alle mehr Leistung als ich. Was ja auch logisch ist, wenn ich ein Standardauto fahre. Wenn die anderen irgendwas eingestellt haben, ist das logisch. So. Gefühlt ist es besser, aber das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. So, vielleicht kann ich hier sogar innen vorbei. Das läuft ja wie sonst was hier jetzt. Naja. Das war nicht gut. Das war schon wieder besser. Jetzt muss ich noch den einen vor mir hier einholen. Und ich wollte in die Einstellung gehen, was ich schon wieder vergessen habe. Das ist nicht gut. Na, ist egal. Mache ich hier nach, wenn es mir einfällt halt. Ne? Da holt schon wieder wer auf. Jo, was soll das? Das ist nicht gut. Ja. Das war ein bisschen sehr stark auf der Bremse gerade. Komm schon, jetzt kriege ich dich. Na los, jetzt kriege ich dich. Oder auch nicht. Schade. Ah, jetzt. Hat halt nur eine Kurve länger gedauert. Mehr auch nicht. Das war ganz gut. So. Lal. So. Nein! Warum? Wir sind ja in der letzten Runde, Kollege. Was soll das? Alter. Wenn ich wegen dem Vollidioten jetzt noch. Ey, Alter. Ich glaube es nicht. Wie kann man. Alter, echt. Die ganze Strecke links war gerade frei. Was soll das? Alter, krieg ich da immer so einen Hals, kriege ich da, ey. Alter, ist das nervig. Fuck. Erst kurz. So. Die Schaltzeiten sind da auch ein bisschen lang. Aber gut. Ist beim Standardauto, braucht man sich da auch nicht beschweren. Na los, Mann. Wenn du schon Kacke fährst, dann richtig. Meine Güte. Da kann ich sie jetzt noch hier von innen vielleicht einholen. Ja, einen habe ich noch gekriegt. Wenn ich hier im Windschatten bleibe, dann dürfte das funktionieren. Alter, der wollte aber noch ganz scharf vorbeifahren, du.
Meine Güte. Kann das sein, dass die Zeit ein bisschen Delay hat? Weil die gerade durchgefahren sind und die Zeit erst ein bisschen später. Wieso habe ich auf einmal so einen Hut auf? Hä? Wieso habe ich so einen Hut und so eine Brille? Die habe ich eigentlich gar nicht. Was soll das? Was soll das? Ich will es gar nicht verstehen. Ist mir auch egal. So, und jetzt machen wir das vorletzte Rennen für heute. Nämlich das hier vorne. So. Das müsste das Oval sein, das große, was wir jetzt fahren. Ich weiß es nicht genau, aber müsste es eigentlich sein. So, das Auto hier, genau. Und ich habe schon wieder die Copyright. Ich wollte eigentlich auch schon wieder was einstellen, wenn es mir gerade wieder einfällt, aber hey. Naja. Kann halt schon mal passieren. Ich bin halt ein bisschen durcheinander heute. Tut mir leid. Ist auch gerade, wenn es in der gleichen Woche rauskommt, es ist gerade sehr heiß. Also könnt ihr euch ja ahnen, welcher Wochentag gerade ist. Aber mehr sag ich nicht. So, das heißt, das Oval werde ich so oder so verlieren. Es sei denn, die Bremsen immer vor der Kurve. Das kann natürlich sein. Sonst habe ich hier null Chance. Ich hoffe, ich habe noch einen fünften. Ja. Okay. Dann muss ich jetzt halt ein bisschen mit Windschatten versuchen zu arbeiten. Hat auch gerade sehr gut funktioniert. Heißt, ich ziehe mal hier innen so vorbei. Das ist gut. Ich versuche jetzt mal die mit Vollgas zu nehmen. Na gut. Ein paar Plätze weiter vorne bin ich auf jeden Fall. So. Alles klar. Aber das Problem ist, dadurch, dass ich durch die vorne ausgebremst wurde, holen die weiter hinten jetzt noch auf. Das ist nicht so gut. Oh, ich bin viel zu weit unten. So. Ja, ich weiß, ich bin nicht so sicher, ob ich die jetzt hier in der Kurve einholen kann. Ich latsche jetzt mal Vollgas rein und ich musste nur vom Gas gehen. Das ist gut. Was wiederum heißt, dass ich jetzt hier eingequetscht werde ohne Grund. Was natürlich auch nicht so schlecht ist. So. Jetzt den Schaltpunkt gleich nicht verpassen. Wieder zu weit unten. Jetzt schalten. Ja gut, wird trotzdem nicht reichen. Ich muss halt aufpassen, dass mich jetzt keiner mehr überholt. Hier innen zum Beispiel. Fahren wir kurz zur Sicherheit nach außen. Naja, für den dritten hat es gereicht. Muss ja auch reichen, ne? So, die waren aber ganz dicht beieinander, wie man sieht. Ich glaube, da hatten sogar ein paar die gleiche Zeit. So. Okay. Ach, das war wer anders, der eben vorne gestanden hat. Jetzt verstehe ich es. Es tut mir leid, weil da stand ja gerade wieder wer anders. Verdammt. Okay. Oh, das ist ein schöner Sonnenuntergang. Den müssen wir uns mal kurz angucken. Tut mir leid. Ich muss mal gerade ästhetisch sein. Warte, wir müssen hier eh rechts fahren, deswegen passt schon. So, hier. Sieht, also, wenn das nicht schön aussieht, dann weiß ich auch nicht. Ne? Also, wenn das nicht schön aussieht. Naja. So, hier unten können wir abkürzen. Jo, passt. Veranstaltung beitreten. Ab geht's. Jo. Wenn ich, ganz ehrlich, jetzt stehe ich es auch nicht mehr um. Fürs letzte Rennen stehe ich jetzt auch nichts mehr um. Da könnt ihr mich jetzt mal. So. Alles klar. Herr Kommissar. Auf sehr erfahren senken. Ja, von mir aus. Ich mach mal, was das Spiel mir empfiehlt. Deswegen würde ich sagen, wir starten mal. Auf geht's. Ich habe keine Ahnung, wie die jetzt fahren. Und wie ich damit zurechtkomme. Da habe ich auch überhaupt keine Ahnung. Wir watchen mal out. Komm, innen vorbei. So. Ist jetzt übrigens ein Etappenrennen. Sprintrennen, so. Wie auch immer, ist ja fast das gleiche. Komm, ein bisschen mehr Gas. Komm schon. Ah, den Ultima, den kriege ich leider nicht. Was war denn da? Stimme gerade los. Alter, was soll denn das? Lass mich. So. Und jetzt müsste ich theoretisch schalten, aber hier muss ich erstmal wieder auf die Bremse latschen. Und zwei Gänge runterschalten. So. Komm rum. Ich will nicht bremsen. Okay. Ist erstmal eine kleine Gerade. Gerade.
Ja, bei dem Auto muss man ein bisschen mehr schalten. Habe ich das Gefühl zumindest. Nein. Wirklich nicht. So. Läuft. Läuft. Gut, durch die Schwierigkeit sind wir jetzt mit Sicherheit deutlich erster geworden, wie man sieht. Wir können ja mal kurz gucken, wo die anderen gerade sind. Ja, der zweite hätte noch 5% Unterschied gehabt auf der Strecke. Gucken wir mal. Ja, ganz okay eigentlich. Ich setz mal fort. Jetzt stehen wir auch gerade vorne, deswegen ist halt ganz gut jetzt. So. Alles klar. So. Und dann würde ich sagen, gerade ein bisschen stiller geworden hier. Deswegen würde ich sagen, mit dieser schönen Aussicht nach dort hinten. Was ist da hinten? Ah, da ist keine Sonne, deswegen ist es ein bisschen schade. Da würde ich sagen, mit dieser schicken Aussicht würde ich mich aus dieser Folge von Forza Horizon VR Speed Champions von euch verabschieden und würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge, was auch immer auf diesem Kanal sein wird. Hoffentlich wieder. Daumen hoch mit Abo und Glocke. Würde ich mich freuen und bis dahin. Macht es gut.